Hi, von willkommen zurück zu Ninja Gaiden. Hör, im letzten Part traf ich ja Dr. Smith und die Dämonenstatue wurde geklaut. Oh mein Gott, die Geschichte ist einfach so tiefgründig. Ich halte es nicht mehr aus. Es ist einfach nur so komplex und boah. Na, ernsthaft. Bei Ninja Gaiden, wirklich, Ninja Gaiden ist das... Oh, cool, ich habe die Zeit gestoppt. Ich bin der Master of Time, wie dem auch sei. Auf jeden Fall, Ninja Gaiden ist wirklich das einzige Spiel, wo mich die Geschichte eigentlich nicht sonderlich interessiert. Ich will das einfach nur durchspielen, in der Hoffnung, dass ich das durchspiele, ohne Save State zu benutzen. Ich wurde abgeknallt wegen AMG, das finde ich voll gay. Und fall ins Wasser. Ba, 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 ba. Game over. So, Leute, es geschah nichts. Willkommen zurück zu Ninja Gaiden. Und vergesst nicht, Leute, Ninja Gaiden muss man so aussprechen. Gaiden, nicht Gaiden. Weil Gaiden wäre gay. Okay, wie dem auch sei. Auf jeden Fall, das ist Stage 3-1. Ich werde versuchen, mich zu konzentrieren. Deswegen kann es sein, dass ich weniger rede. Naja, momentan rede ich viel, aber das wird sich im Laufe des Let's Plays ändern. Glaube ich zumindest. Weil, Schwierigkeitsgradius sich verschlimmert. Ja. Wow. Holy shit. Okay, und damit kommen wir zu Stage 3-2. Geilo! Oh, das kenne ich noch, das kenne ich noch. Das ist böse, sehr böse. Und hier muss man wirklich aufpassen, sonst hat man verkackt. Woo! Bam! Und woo! Bam! So. Und Vögel. Ich frage mich wirklich, was ist das Problem dieser Vögel? Was wollen die von mir? Ich kann nicht mal verstehen, dass mich irgendwelche Typen angreifen, weil die einfach irgendwie einen Grund haben. Oder weil sie wahrscheinlich für diesen Ninja arbeiten, der die Dämonenstatue gestohlen hat. Aber ehrlich, was wollen die Vögel und die Hunde von mir? Was wollen die? Warum ist alles gegen mich? Ich verstehe das nicht. Egal. Ich meine, die Story hat so eine packende Storyline, da braucht man keine Logik, keine andere Logik. Wenn ihr versteht, was ich meine. Und wow, bam! Hallo Vogel. Du hast einen Vogel. Du hast einen Vogel, ich bin ja so lustig. Not. Gut. Also bisher schlage ich mich ganz gut. Mir ist aufgefallen, dass wenn ich ganz viel rede und mich ablenke, dass ich unbewusst viel besser spiele, als wenn ich bewusst spiele. Irgendwie, keine Ahnung. Und wir sind bei dem Boss. Und der schießt mit Kugeln nach mir, die man zerstören kann zum Glück. Von daher würde ich sagen, der ist eigentlich, ja, ziemlich schwach, muss man sagen. Weil er einfach kein Problem darstellt, wenn man die Kugeln zerstören kann, wenn man sich duckt und BAM macht. Ja, wenn man BAM macht. So, ich warte hier einfach. Also die ersten Bosse in Ninja Gaiden sind wirklich ein Witz. Ich muss sagen, die eigentlichen Levels, die Strolling-Levels sind viel härter als die Boss-Level. So, komm, stirb doch endlich mal. Ja, BAM! Komm, noch 4 Hits. 1, 2, 2 noch. 3, 2, 1 und tot. Das war der Death Counter des Todes. Und damit hätten wir auch den dritten Boss besiegt. Denn wir sind Ryu, Hayabusa. Und schlagen alles. After getting back the demon statue, I felt a strange premonition and hurried back. Oh mein Gott, hier sehen wir wieder Cutscene der packendsten Story überhaupt. Dr. Smith! Ryu, the Light Demon Statue was taken. The Light Statue? Yes, your father and I. We had a relationship, I mean, we each kept one of the statues just in case. So that the two statues would never become one. The demon be asleep for several years! And now it's starting to wake up. Oh mein Gott, der Dämon, er wacht auf! What will we do? We've got to stop it. Das heißt, wenn beide Statuen sich vereinigen, dann... Got to get it back. There's no choice. You've got to become the Ninja Dragon. Ja klar, ich werde zum Drachen, das ist selbstverständlich. Dr. Smith! Dr. Smith! Er ist tot. Come with us. What the fuck? Was wollt ihr auf einmal von mir? Wer seid ihr überhaupt? Naja, die haben eine Pistole. Und wir kommen zu Act 4. Weiter geht's. Oh, noch mehr Cutscene. Welcome, Ryu Hayabusa. Sorry if I startled you. Nein, kein Problem. Entführung bin ich gewohnt. We are from the CIA. Aha, ihr seid von der CIA. My name's Foster. Das ist schön. Punkt, Punkt, Punkt. Wie Ryu das voll interessiert. Getting right to the point. Wait, I want to know why you killed Smith. Mr. Smith? We didn't kill him, but we'll fill you in on what we know. Dann hau raus, die Scheiße! Na los,
Ich will wissen, was Sache ist. Ich will alles wissen. In Upper Reach auf der Amazon Storm Ancient Runes were discovered. Oh mein Gott. Lass mich raten, ich muss da jetzt hin. Jetzt seems the temple was built 2000 years ago. Oh mein Gott, wirklich? The discoverer was Dr. Smith. Oh, wirklich? Er? Oh mein Gott, das hätte ich niemals gedacht! Oh, die Story ist einfach zu packend, Leute. But one day, he suddenly sealed off the runes. And ever since then, no one has gone close. Never. Later, however, a man moved in and took over the runes. His name is Guardia de Miurg. Was für ein Name? Guardia de Miurg? He called himself the Jaquio. I'm Jaquio! According to a record, it seems that... Ja? Los, sag's mir! Ich bin so gespannt! The temple is not where gods are worshipped, but was built in the imprisoned body of the demon! Oh, really? Therefore, evil spirits are supposed to be held in the statue you have. Oh mein Gott! Vielleicht soll ich das bei eBay verkaufen! Dr. Smith probably already knew that. Ja, aber er ist jetzt tot. Dumm gelaufen. He was probably killed by someone working for the Jaquio. Okay. Und ich muss jetzt hin, nicht wahr? Ich muss jetzt zum Tempel gehen. Nicht wahr? Punkt, Punkt, Punkt. Wie Ryo permanent sprachlos ist. For the black moon shines, light and dark break apart. Oh, hör auf mit deiner kitschigen Scheiße, Mann. These were the last words written on the stone tablets. Ach, wirklich. If someone brings the demon back to life, he will gain incredible power. Oh nein, ich habe ja solche Angst. Lass mich raten, der Endboss ist der Dämon. Enough to control the entire world. So you know about that. Oh mein Gott, die Amerikaner wissen doch etwas. The woman who shot you in the bar was one of our agents. They are after you. Okay. Use this and go to their headquarters. Get the demon statue back from there. Okay. Of course, you will be paid for the work. Ich werde bezahlt, Mann. Ich bin ein verfickter Ninja aus Japan. Ich brauche kein Geld. Ich bringe einfach alles um. If I say no, then you must die. You know the answer to that. Oh mein Gott. Er wirkt so seriös. Aber ernsthaft, glaubt ihr, ihr könnt mich umbringen? Und los geht's. Man bringt uns in den Dschungel. Oh mein Gott, ich freue mich ja so sehr. Und da sind wir. Mit einem Fallschirm. Und los geht's. Im Dschungel geht's weiter. Und das ist so geil. Und damit meine ich die Musik. Nicht das Level. Das Level ist scheiße. Okay. Hua! Los. Oh mein Gott, Hunde und Vögel. Alle sind wieder da. Ja, die ganze Familie ist back. Schön. Okay. So, diesmal werde ich mich auch konzentrieren. Und bam. Und bam. Und ich habe den coolen Sprung jetzt. Den werde ich auch gebrauchen, weil... Wow! Für den erstmal. Und ich falle ins Nichts. Bin ich nicht gelandet? Ich bin eigentlich gelandet, oder? Ich werde mir die Aufnahme noch angucken und dann will ich sehen, dass ich gelandet bin. Ich bin mir ganz sicher, dass ich gelandet bin. Naja, wie die Mauserei. Ich muss akzeptieren, was geschah. Ein Ninja muss akzeptieren. Ein Ninja muss schnell sein. Wisst ihr, Leute? Wer einen Ninja kontrollieren will, der muss zu einem Ninja werden. Und das bin ich. Ja, euer Ali ist ein Ninja. Okay. Wow! Was zum? Ja, was zum? Habt ihr gesehen? Der Hund ist geflogen! Genau, genau, Entwickler. Genau! Das Level ist mir sympathisch. Okay. Und dem kann ich eigentlich gar nicht ausweichen. So. So, bam! Diesmal werde ich alles umbringen. Alles, was mir in den Weg kommt. Ein Ninja muss jeder Gefahr auflauern. Da war wieder der fliegende Hund. Bam. Nein, nein, nein. Oh, oh nein. Jetzt bin ich runtergefallen. Ich bin noch drauf gelandet. Meine Fresse. Game over. Ja, mir egal. Ich bin sowieso im Dschungel. Welcome to the jungle. Jetzt fange ich wieder an, das zu singen. Meine Fresse. Und ja, übrigens, das Lied ist von Guns N' Roses, was ich eben gesungen habe. Welcome to the jungle. Ein richtig geiler Song, wie ich finde. Ich mag Hard Rock. Guns N' Roses ist eine meiner Lieblings-Hard Rock-Bands, weil Guns N' Roses ist einfach nur. Ich wünschte, ich hätte sie live gesehen. Ich hatte mal die Möglichkeit, aber ich habe sie nicht live gesehen und ich bin wieder tot. Ba, ba, da, ba, 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 ba. So, ich versuche jetzt weniger zu reden, damit ich auch mal das Level schaffe. Das wäre nämlich nicht schlecht. So. Stirb.
Okay, du bist tot. Und der Vogel kommt wieder. Ja, er lebt noch. Er lebt noch. Der hat einen Vogel, hat der Vogel. Okay. Ja. So, jetzt kommen wieder ganz viele Vögel. Ist es besser, wenn ich den jetzt sofort umbringe? Genau, die Fledermaus, tschüss. Und die kommt wieder. Geil, geil, okay. Würde ich sagen, bis sie weg ist. Ja, sie ist weg. Okay, und bam. Ich bin weiter. Oh mein Gott. Ich freue mich ja so sehr. Nicht. Weil ich weiß, dass ich gleich wieder tot bin. Na, Leute. Was habe ich euch gesagt? Ba, ba, ba. Du bist tot. Okay. Ich mag das Level, müsst ihr wissen. Ihr glaubt mir nicht? Nein, wirklich. Ich mag das Level über alles. Ich liebe solche Levels. Da, wo man einfach... Wo die Gegner einfach 10.000 Mal gespawnt werden. Wo man von zwei Vögeln dann gleichzeitig angegriffen wird. Wo man einfach nicht das Item einsammeln kann, weil man einfach nicht die Chance bekommt, irgendwas einzusammeln. Weil da ganz viele Gegner, ganz viele Hunde, ganz viele Vögel und ganz viele Leute mit MGs, die voll feige sind, weil die MGs haben und einfach einen abschießen, der einfach nur ein Schwert hat und mehr Distanz haben. Ach, Leute, vergesst es. Ich reg mich zu sehr auf. Ich sollte mich nicht aufregen, weil es einfach nur ein Spiel ist. Und es ist eines der Herz... Was zum... Okay. Ich bin zu oft gestorben, weil ich die Gegner zu oft berührt habe. Cool, das passiert eigentlich auch selten, weil man eigentlich meistens sehr, genau wie jetzt, runterfällt. Und so stirbt. Manchmal vergisst man einfach, dass man eine Lifebar hat. Weil man denkt, ich falle runter und dann bin ich tot, wisst ihr? Und dann wundert man sich, okay, ich bin jetzt auf einmal gestorben, weil ich den Gegner zu oft berührt habe. Hoho. Das gibt's ja auch noch. Okay. So. Wir sterben. Danke, wir sterben. Vielen Dank, dass du tot bist. So, ihr reißt langsam. Guck mal, ich bin genauso schnell wie die Schüsse. Geil. Geil. So, diesmal will ich schaffen. Ich habe noch fast volle Energie. Merkt ihr, Leute, wenn man ruhig ist, spielt man viel besser. Ein Vogel, nein. Aber das wäre ja scheiße, weil das ist ja kein Let's Play, wenn ich einfach spiele und nicht rede, wisst ihr? Das ist einfach nur ein Playthrough und das bringt mir auch nichts. Denn ich will euch ja unterhalten. Genau. Genau. Was zum? Jetzt stirb! Ey, wollt ihr mich... Game over, ich bin wieder hier. Woohoo! Und nein, ich werde den Weg nicht schneiden. Nicht in diesem Spiel. Ach, Leute, ey. Das Spiel bringt mich um. Es geht los. In Part 1 war alles okay. Wisst ihr, Leute, in Part 1, da dachte ich so, ja, alles läuft gut. Ich bin ganz selten gestorben. 3 oder 4 Mal bin ich gestorben. Und das ist für Ninja Gaiden-Verhältnisse eigentlich relativ selten. Aber jetzt ist vorbei. Warum hat er sich nicht... Warum, Ryo, wirklich? Warum, sag es mir, hältst du dich nicht fest, wenn du die Gelegenheit hast? Ich hab keinen Bock mehr. Aber ich habe Lust. Noch. Noch habe ich Lust, dieses Spiel zu schaffen. Aber ich kann nicht versprechen, dass es wird ein Moment kommen, wo ich mich so aufrege, dass ich sage, nö, Leute, ich habe keinen Bock mehr. Und dann werde ich wahrscheinlich erst 2 Tage später wieder spielen. Naja, bis dahin heißt es, ba-da-ba-ba, du bist tot. Ich versuche wieder, um ein bisschen ruhiger zu sein. Denn Konzentration ist alles. Ein Ninja muss sich konzentrieren können. Ein Ninja muss sich permanent konzentrieren können. Er muss den Gefahren auflauern. Er muss immer wissen, was kommt. Wenn das ein Ninja alles nicht weiß, dann ist er kein Ninja. Ich habe es euch bereits gesagt. Wer ein Ninja kontrolliert will, muss selber ein Ninja sein. Und wer das ist, der hat eine Chance, dieses Level zu schaffen. Oder gar dieses Spiel. So. Diesmal werde ich wirklich aufpassen. Und noch sieht es relativ gut aus. Aber ich darf nicht runterfallen. Wenn ich jetzt runterfalle, dann bam. Geh weg, du Vogel. Na, komm, greif mich an. Ah, das ist wieder da. Okay. Oh, das sind 3 Gegner auf einmal, ey. Okay. Wow, habt ihr das gesehen? Ein Ninja muss Reflexe haben. Und das war ein gutes Beispiel. Oh nein, alle Cutscene zu der besten Storyline ever. Eine Wasserburg. Ich weiß, das soll kein Wasser darstellen, aber sieht zumindest so aus. Ich meine... Es sieht genauso aus wie das Meer. Und da steht Ryo ganz episch und schaut sich die Burg an. Und da muss ich hin.
Okay, Leute. Ich muss das Spiel durchspielen, na 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 na. Ich muss das Spiel durchspielen, na 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 na. Ich hab keine Zeit mehr, na 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 na. Bis zum nächsten Mal bei Ninja Gaiden. Im nächsten Part machen wir 4-2. Ciao. Ich habe 4-2 gesagt. Ja, wie dem auch sei. Bis dann.